Was geht ab, Leute? Heute schauen wir uns mal wieder die Shops von Teva an. Aber Moment, das geht doch auch einfacher. Woo. Und zwar benutzen wir die Shopsuche, die ich euch ja schon mal vorgestellt habe. Ich arbeite immer so damit, dass ich die Items für alle Klassen anzeigen lasse. Dann die Übersicht erneut, also das aktualisiere, dass eben alles angezeigt wird und dann nochmal nach dem Preis ordne, indem ich hier raufklicke. Dann, ich habe es immer so am liebsten, dann wird vom teuersten bis zum günstigsten Item das automatisch sortiert. Und so habt ihr halt schneller einen Blick auf die wertvollen Items oder halt auch auf die Schnäppchen, je nachdem, was ihr euch immer als erstes so anschaut. So. Hier haben wir jede Menge von diesen 120er Waffen. Dazu gibt es nicht so viel zu sagen, weil die noch neu sind. Wird sich da mit dem Preis alles erst noch einstellen nach einer gewissen Zeit. Aber Helga-Waffen sind sehr interessant. Zum Beispiel habe ich wieder einen richtig guten Trade gehabt. Ich glaube, das war vor 2 Wochen oder so. Da habe ich eine Helga-Axt plus 11 gekauft. Die war relativ ähnlich wie die. Die hatte. Zwar, was hatte die? Ich glaube, 40 Stärke, 69 Gas. Aber nur 10 aus und noch ein bisschen Con. Deswegen sah die relativ schlecht aus, so auf den ersten Blick. Obwohl 69 Gas ja praktisch Full Gas sind, was ziemlich gut ist für eine Helga-Axt. So. Die hatte ich für 29 Gem gekauft und das Coole war einfach mal, der Typ, der hat richtig lange nach einem Käufer gesucht, ja. Und das habe ich schon 2 Tage davor gesehen, dass der die verkauft. Und dann habe ich halt mal so aus Interesse gefragt, wie viel er will und so. Und dachte ich so, ja, cool. Kaufe ich die und ein paar Wochen später habe ich die dann für 40 Gem weiterverkauft, also 11 Gem Gewinn. Ziemlich nice. Ich hatte ja auch bei der Helga Armbrust ziemlich viel Gewinn, was ich euch mal erzählt habe. Die war ja auch plus 11 und hatte auch einen Sockel, so ähnlich wie die hier. Die hat aber deutlich bessere Stats gehabt. Ja, was ich euch damit sagen will, ist, dass Helga Waffen sehr gute Investitionen sind, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Im Preisbereich zwischen auf Teva 20 bis sagen wir mal so 60 Gem oder so, da gibt es sehr viele, da hat jeder irgendwie seine eigene Definition vom Wert seiner Waffe und in diesem Bereich sind halt hauptsächlich Helga-Waffen oder auch Level 95er Blue-Schmuck mit ziemlich guten Stats und so und das ist immer relativ schwer zu sagen, wie viel Wert ein bestimmtes Item hat und dadurch kann man halt auch sehr hohe Gewinne erzielen, wenn man halt die Erfahrung hat. ja, für wie viel man das so verkaufen könnte. Wobei ich sagen muss, dass die hier auch ziemlich günstig ist. Wenn ich einen Jäger mir hochleveln würde, dann würde ich, denke ich mal, auch eher so eine hier für 35 Gem kaufen, als eine mit Imba-Stats für 52,5 oder wie viel ich die verkauft hatte, weil ja, es lohnt sich halt einfach mal viel mehr. Aber in Fiesta achten die Leute halt sehr, sehr auf die Stats der Waffen und ja, die. sorry. bestimmen halt in einem großen, ja, sie bestimmen den Wert zu einem großen Teil so. Dieses Set-Teile hier schaue ich mir auch nie so richtig an, die interessieren mich auch nicht so. Auch wieder so was Neues. Das müsste ein Malle-Einhorn sein. Oh ja, nice. Aber Einhänder sind auch immer ziemlich schwer zu verkaufen. Ich muss mal. Mein Hals ist irgendwie so, Moment. So, kurz was getrunken und alles wieder gut. Ach, hier haben wir auch schon so einen Ring der Lust. 40 Gas und 39. 9. Moment. Ja, 9. Was? Ja, 39 aus. Zu teuer für die Stats. Die hier ist ziemlich nice. Aber auch zu teuer. Ich schätze den Wert von diesem Item eher auf 15 Gem als 20. Wow. Ja, die sind schon, naja, nee, auch noch zu teuer. Ach, diese 108er Waffen, ich hatte mal eine gekauft. Ich glaube für 8 Gem oder so und dachte mir, wow, viel zu billig für so eine Waffe, weil die haben eigentlich relativ guten Schaden, aber irgendwie will die niemand haben, weil es halt so viele Orange-Waffen und so gibt. Deswegen, die sind sehr schlechte Investitionen, kann ich euch nicht empfehlen. So. Oh, ja, oh. Zu Abby Equipment könnte ich euch so viel erzählen, zu Plus, weil es gibt Leute, die, also das ist jetzt so
Auch von Bekannten von mir, da hat das, der eine macht das, komplette Abbey-Equipments kaufen, also wirklich alle Teile, alle Ausrüstungsteile und die als Set dann zusammen weiterverkaufen. Damit kann man auch richtig viel Gewinn machen, aber dazu erzähle ich euch jetzt nicht so viel im Detail, weil die wenigsten von euch können das einfach mal so machen, einfach mal ihr ganzes Geld ausgeben für so ein Set und es betrifft eh nur relativ wenige Leute und die wissen vielleicht eh, wie man das schon macht, also ja. Gut. Diese Hose hier ist viel zu teuer. Ich verkaufe so eine. Ja, so eine ähnliche habe ich. Von meinem Krieger, die ich aber nicht mehr brauche. Die hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 45 aus Guess oder so und die verkaufe ich für den Preis. Also die hier ist zu teuer. Hier irgendwo, ne. Die Ohrringe hier sind ganz cool. Die sind, denke ich mal, auch 10 bis 11 Gem wert. Falls man die braucht, aber zum Weiterverkaufen auch nicht so geeignet. Oh, kauft euch bitte niemals 70er Green Waffen. Die bekommt ihr nicht verkauft. Der Ring hier ist ziemlich geil, weil der hat einfach mal 52 Gas und im Moment sind ja alle voll so im Gas-Hype. da habe ich überlegt, ob ich den kaufe. Aber das ist mir ein bisschen zu riskant, weil so viel Erfahrung habe ich mit 95er Blue-Schmuck plus 9 noch nicht. Aber der sieht mir so ein bisschen zu günstig aus. Weil ja, aus ist halt relativ wenig, aber das interessiert viele nicht. Und 52 Gas ist schon ziemlich heavy, aber nee, ich glaube, den kaufe ich lieber nicht. Zu teuer. Der könnte, wenn der Gas und Aus vertauscht werden, dann könnte man den, glaube ich, so verkaufen, aber so nicht. Das denke ich mal auch zu teuer. ich hatte mal so eine ähnliche, habe ich euch auch mal erzählt, mit, ich glaube, 33 aus Gas oder so für 10 Gem verkauft. Dasselbe Set-Teil, so ein Hemd. Das hat, ja, Stärke, es bringt halt nicht so viel, ne? Und ja, was. Okay, ist nur plus 3, gut, okay. Wobei man sagen muss, dass generell dieses Mangel-Set mit guten Stats ziemlich viel wert ist. Ja, falls ihr mal sowas droppt, dann freut euch. So, verfluchte Ohrringe, oh. 40er Blue-Schmuck plus 9 hat richtig viel Wert verloren auf Teva. Ich habe euch zweimal gesagt, plus 9 Schmuck sind gute Investitionen. Das ist auch immer noch so, aber nicht unbedingt 40er Blue-Schmuck. Das sind höchstens dann die, die 15 aus Gas drauf haben und noch mehr. Die sind immer noch viel wert, aber die anderen nicht mehr so viel, weil es nicht so viele aktive Low-Level-Abbey-Chars gibt oder keine Ahnung, alle jetzt so schnell voll hochleveln. Jedenfalls ist der Bedarf nicht mehr so hoch. Das Schild hier ist relativ. Ach so, nee, das ist eins dieser, die gebunden sind. Okay, egal. So, was haben wir hier Schönes? Oh, eine 60er Bossaxe plus 10. Wow! Diese Bossaxe hatte ich ausgerüstet mit Rees, also meinem Krieger Resemble. Als der in diesem Levelbereich war, ich glaube, ich hatte den eine kurze Zeit lang so als 50er Abbey-Char auf Level 66 und mit dem habe ich dann ganz oft den Ork im LDH gefarmt und so und das ist einfach mal schon so lange her, weil ich kann mich an den Erstellernamen erinnern, diese Lizzie und dass da halt auch nur eine Lizzie drauf war und sieht auch irgendwie stylisch aus, die halt sogar abgeschlossen ist und die war damals schon abgeschlossen. Wow, sick, die Waffe muss so alt sein. Ob ich mir die aus nostalgischen Gründen kaufe? Na, muss ich mir noch überlegen vielleicht, aber irgendwie, ne. Oder? Ach, keine Ahnung. Naja, schauen wir erstmal weiter. So, das ist ein ziemlich, ziemlich guter Preis, wobei, ja doch, ja, für eine 65 plus 9 Kette, wenn man die selbst braucht, aber zum Weiterverkaufen nicht geeignet. Boah, der Ring ist auch irgendwie geil. Weil das ist einfach mal so ein Green Ring. Und alle haben halt diese Boss-Ringe und ihr sagt dann so, ja, schaut mal, ich habe einen geilen Green Ring, weil die Stats von dem sind ganz okay für so einen, ja, Green Ring. Früher muss der richtig viel wert gewesen sein, als es noch keine Boss-Ringe gab, aber so ist der Bedarf auch nicht so hoch. Okay. Was haben wir hier Schönes? Oh, eine 80er. Oh nein. Oh Leute, bitte. Abt oder kauft euch niemals eine 80er Green Waffe.
sondern 80, also eine 80er Boss-Waffe ist einigermaßen okay, aber 80er Green-Waffen nicht, weil da einfach mal 70er Blue-Waffen mehr Schaden machen. Und 80er Boss-Waffen haben aber in etwa denselben Schaden wie 70er Blue-Waffen. Bei den Abstufen glaube ich sogar noch mehr, keine Ahnung. Aber Green-Waffen, weil die hat ziemlich gute Stats fürs PvE 40. Full Stirre aus. Wäre das hier eine Boss-Armbrust und die wäre zu dem Preis mit den Stats, dann würde ich die kaufen und für 4 bis 4,5 weiterverkaufen. Aber eine Green bekommt ihr halt nicht so easy weiterverkauft. Oh, viel zu teuer bei den Stats. Ne, no way. Okay, das ist ganz nett, aber auch ziemlich teuer. Das hat viel Geld, aber das sind auch immer diese Charaktergebundenen, die mag ich nicht so. Oh. Ein 70er Blue-Bogen plus 9 für 2 Gems mit Kaku-Stats, aber der ist trotzdem mehr wert. Der bringt so 2,5 bis 3 Gems, deswegen kaufe ich mir den mal kurz. So. Ja. So, aus Datenschutzgründen praktisch, habe ich jetzt nicht gezeigt, wo ich den gekauft habe, aber ich zeige euch noch am Ende nochmal den Bogen und noch ein paar andere Trades, die ich in den Tagen davor schon so, ja, gekauft habe. So, wir waren ungefähr beim 2-Gem-Bereich gerade. Uninteressant. Ring der, also hier müsst ihr euch merken, ein RDL plus 3 ist ab 30, weil wenn er auf plus 3 so 40 aus und 30 Gas hat, dann ist der was wert. Oder wenn noch viel Gas, mehr Gas als aus drauf ist, dann noch mehr. Aber ansonsten sind die relativ wertlos. Also bekommt ihr, besser gesagt, bekommt ihr schwer verkauft. So, das ist ganz, oh, das ist eigentlich ziemlich nice vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Hätte ich ein Match auf dem Level, würde ich das kaufen, aber es ist nichts zum Weiterverkaufen. Wow, was? Oh, ach so, Wäre 34 aus und 25 Coin, hätte ich die 100 pro gekauft, aber so ist die wahrscheinlich so viel wert wie der, wer auch immer das verkauft, meins. Sprint, die gibt's viel. Wobei T5, keine Ahnung, eigentlich gibt es die billiger. Was ist das hier alles so? Ja, genau, 25 Gold pro Fuhre T5, okay. So, Karis ist ungefähr so 12 bis 13 Gold wert zurzeit, also keine Ahnung, was der hier erreichen will. Uninteressant, uninteressant. Ja, hier, das sind so. Wobei, ist ziemlich gestern Abend interessanterweise gab es noch ganz viele für 11 Gold. Jetzt sind die einfach mal alle 13 bis 14. Da ändert sich halt ziemlich schnell alles immer. Ja, hier diese Low-Sachen, da könnt ihr, wenn ihr richtig viel, wenn ihr Lust habt und motiviert seid, könnt ihr die euch auch alle durchschauen. Weil manchmal habe ich da auch schon richtig geile Sachen gefunden, die viel mehr wert sind, aber größtenteils sind das halt die Blues, die echt schlechte Stats haben. Und ja, manchmal überspringe ich das, aber manchmal schaue ich auch jedes Einzelne an. So, oh, die Lizenz gefällt mir irgendwie. Vielleicht kaufe ich mir die, mal schauen. Ich mag irgendwie Lizenzen, ich sammle die so ein bisschen. Ach, das mit den Karis-Waffen ist auch funny, das habe ich auch mal ausprobiert. Die dann zu auf plus 3 zu uppen und dann das Karis zu verkaufen, das lohnt sich sogar teilweise. Aber ist auch eine Glückssache, weil beim Uppen kann es schon frustrierend sein, wenn ihr die ganz oft uppen wollt und dann immer fehlgeschlagen und wieder minus 1 oder so. Deswegen war mir das irgendwie zu sehr eine Fummelarbeit sozusagen. Okay, uninteressante Portrollen. Die Rollen sind zu billig, aber da würde ich glaube ich 3 Gold oder so Gewinn machen, wenn ich die kaufen und verkaufen würde. Also egal. So, schauen wir uns noch ein paar Trades von den letzten Tagen an. Und auch den Bluebogen, wie gesagt, das war eigentlich ein ziemlich guter Run sozusagen. Weil oftmals schaue ich die Shops durch und finde gar nichts. Und hier habe ich so, was ist das denn? Ach, Ruhmrollen so. Hier habe ich so 50 Gold, sozusagen wie zwischen 50 und 80 Gold, vielleicht sogar einen Gem Gewinn gemacht. Kaku, 70er Kaku-Stats, Waffen sind halt natürlich nicht so beliebt, aber der Schaden ist immer noch ziemlich gut. Aber ich habe euch ja schon gesagt, bei vielen Leuten geht es um die Stats in Fiesta, also ja, aber trotzdem ist der in diesem Fall mehr wert. So, das ist auch ganz funny, dieses Amulett ist so ein bisschen wie 50er Blue-Waffen, aber ich glaube, die Droprate ist noch ein bisschen höher von diesen, ja, deutlich höher. Wobei, wenn 5 von denen droppen, droppt ein 50er Blue, würde ich mal so sagen. Also die sind auch ziemlich selten.
Das hat zwar auch ziemlich schlechte Stats, aber wie ihr wisst, oder keine Ahnung, ob ihr es wisst, bei 70er Blue-Waffen oder so wurden auch mal alle Stats irgendwann verbessert. Keine Ahnung wieso, einfach so. Und deswegen, da es nur 4 oder 5 Gold gekostet hat, habe ich es halt in der Hoffnung gekauft, dass es vielleicht irgendwann mal verbessert wurde und dann sau viel wert ist oder so. Und die Resis da drauf sind ja auch ganz cool. Ha. Resis. Ach ja, okay. Und der Text ist auch cool. Die legendäre Eldrina-Halskette mit himmlischen Kräften belegt. So, das ist auch funny. Das hat sogar lustigerweise ganz in Ordnung Stats für plus 0 auf dem Level. Das ist so, das habe ich noch nie gesehen, die Kette. Und die hat einfach mal 60 Silber gekostet. Deswegen habe ich die Just for Fun gekauft. Ja, keine Ahnung. Ich mag irgendwie solche seltenen Sachen, weil die habe ich wirklich. Vielleicht ist es auch so ein Ding, was man nach einer Questreihe bekommt. Sieht mir irgendwie stark danach aus, aber irgendwie gefällt mir die, keine Ahnung. Eine Halskette der Finsternis, welche die dunkle Macht Karazians beherbergt. So, das Schild auch richtig geil. Das hat einfach mal den maximalen Auswert für Level 70 für ein Kriegerschild, nämlich 50. Und es gibt ganz viele Leute, die richtig viel auf ihre HP achten. Und die würden sowas natürlich sau gerne kaufen. Vielleicht dann auch auf plus 10 Appen oder so. Und die Sache ist, das hat einfach mal ein Gold 500 Silber gekostet. Das habe ich auch mal morgens gekauft. Also richtig gut. Das könnte ich so schon für, sagen wir, 30 bis 50 Gold, weil dafür kaufen vielleicht auch mehr an irgend so einen HP-Stack Suchti, keine Ahnung. Die Lizenz hier ist auch ziemlich geil, weil die wird oft benutzt, um in Anführungszeichen Low-Level-Waffen plus 5 Crit zu machen. Das ist auch gar nicht so oft zu finden. Die habe ich für 1 Gold gekauft. Die können ja auch für 10 oder so weiterverkaufen. Ich habe auch noch ganz viel anderes Zeug gekauft. Aber das ist alles auf meinem Level 60er Farm- und Verkaufsjäger. Deswegen kann ich das euch zumindest jetzt nicht zeigen. Vielleicht irgendwann später mal. Gut, das war's dann auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Ja. Ach ja. Als nächstes plane ich auch, so eine Art Videoreihe zu machen über das meiner Meinung nach effektivste Farm-Level, nämlich Level 60 und das mit einem Jäger und warum das so ist und wo ihr überall hin könnt und so, zeige ich euch dann. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Bis dahin. Ach so, ja, und ich werde mein ganz angenehmes, Video-Upload-Tempo von so alle 2 Wochen, ja, nicht ganz halten können, da ich inzwischen, ja, habe ich euch immer mal erzählt, ich wusste nicht, was ich mache und so, und inzwischen studiere ich, was auch alles ziemlich cool ist, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, eventuell erzähle ich euch noch mehr dazu demnächst, aber ich habe halt weniger Freizeit zum Zocken, deswegen, ja, kann ich so im Moment wahrscheinlich das mit alle 2 Wochen nicht ganz halten, aber in den Semesterferien oder so geht das schon, aber gut, ja, ich erkläre da demnächst noch mehr zu, denke ich mal. Bis dahin, macht's gut, Leute. Viel Spaß beim Zocken, viel Glück beim Farmen und beim Resellen auch. Und ja, bis bald.